Florian Schreiner. Zweite Bundesliga SC Fürstenfeldbruck, Vorderes Bargrad. 18 Spiele, eine der ganz großen Nachwuchshoffnungen Deutschlands. Mama Juli Scheiner war einst Weltklasse-Spielerin, Bundesliga-Spielerin. Und Papa Ralf Scheiner hat auch in der ersten Herren-Bundesliga gespielt. Ihm gegenüber Stürzelbecher aus Berlin. Der mischt regelmäßig die deutschen Eichenkreuzmeisterschaften auf. Das sind die Meisterschaften, die die CVJM-Vereine Deutschlands durchführen. Hat zwar auch schon zweite Bundesliga gespielt, spielt jetzt aber nicht mehr ganz so hoch in Berlin. Florian Scheiner braucht diesen Sieg, denn er hat sein erstes Spiel gegen Dominik Schea verloren. 0:3. Muss aufpassen, dass es nicht wieder zu locker wird. Schönes Händchen, diese Stürzebecher. Ist natürlich nicht der schnellste einer. Geht aber immer gut zum Ball. Und nach 6:1 steht es nur noch 6:5. Thank you.
und da ist der Satz weg. Nach einer 6:1 Führung. Möglicherweise gibt es auf der ganzen Welt überhaupt keinen einzigen Menschen, der so viele Tischtennis-Stars abgelichtet hat. Wie Stefan Roscher. Fotografiert für den Deutschen Tischtennisbund, fotografiert für die Internetseite Mal Tischtennis und. Hier müsste Dominik Scheer sein. Und das hier müsste der Bruder von Lars Hilscher sein. Nicht ganz so gut wie Lars, aber beide spielen hier in Bamberg bei den Nationalen Deutschen Meisterschaften. So, und mittlerweile hat Florian Schreiner den Ausgleich geschafft zum 1:1. Ob ihm das alles so ohne weiteres reicht, könnte sein, dass man hinterher hier auch ein paar Sätze zusammenzählen muss. Und hier spielt immer noch die amtierende bayerische Meisterin Katharina Schneider. Mittlerweile denke ich, sind sie im 5. Satz. Oh ja. Und es schaut schlecht aus. Matchball dann gegen Katharina Schneider. Jetzt zählt. Und er hat das Spiel verloren nach langem, harten Kampf. Kommt, wie du bist, die Nummer 2 vom
TV Ulpenstein. Hermann Lüber. Gegen Christoph Schiller vom TSV Bad Königshofen. Zimmerstadt. In der Fankurve. Aufschlag Hermann Müller, der war nix. Schiedsrichter Richard Bündel aus Herlsbach bei Feuchern mit Zerzahn. Noch ein Fehlaufschlag. Das ist der jüngere der beiden Brüder. Liang Chi. Spielt kein Holder, im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, der spielt Checkout. Bei Nico Christi Fluss. Nico Christ muss hier wohl gewinnen, wenn er morgen auch noch spielen will. Hat hier ein Spiel gewonnen und eins nach mehreren Matchspielen noch verloren.